Willkommen zu The Recordening, dem besten Podcast Österreichs. Mein Name ist Paul und ich bin wie immer euer Host. Heute ist der 15. Jänner 2015 und dies ist die 7. Folge. Mein heutiger Gast ist James Joyce. Und wir behandeln die 7. Folge von Cotton Ermittelt, passenderweise genannt die Beförderung. Mhm. Und mal zu deinem Background, du bist Musiker. So ist es. Und was machst du sonst noch? Was ist dein Zugang zu Cotton Ermittelt? Mein Zugang zu Cotton Ermittelt ist, ich habe das früher mit meinem Papa geschaut. Also okay. Der war ein großer Cotton-Fan und wir haben früher, also das war so ein Punkt war die Musik, wo wir uns irgendwie sehr gut verstanden haben, und ein anderer Punkt war irgendwie der Humor, und ja. Cotton war ein Teil davon halt irgendwie. Also es war für dich ein Schnittpunkt, um mit deinem Vater Verbindungsglied zwischen den Generationen. Somit quasi war das Ganze für mich jetzt auch so ein bisschen nostalgisch natürlich. Ah, okay, ja, super. Ich war, also ich habe die seitdem nicht mehr wirklich geschaut, schon immer mal wieder irgendeinen Fetzen irgendwo mitgekriegt, ja. Aber ja, weil bis jetzt hatte ich ja zum Großteil Cotton Jungfrauen, deswegen. Ach so, okay. Ja, deswegen ist das sehr nett, dass ich jetzt hier mal einen Experten da sitzen habe. Also ich habe schon wirklich damals jede Folge schon mal gesehen. Sehr gut, sehr gut. Ja. Den Film hast du aber nicht gesehen, gell? Weil der soll unglaublicher Müll sein. Dann, der war aber neu, ne? Habe ich nicht geschaut. Ich habe mir den Trailer angeschaut und es war holy shit. Okay. Das war wirklich. Der kommt auch noch, den mache ich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den mache ich definitiv auch noch, aber okay, den muss ich in einer Gruppe bearbeiten, weil sonst halte ich den wahrscheinlich nicht aus. Alles klar, also der Film kann ich leider nichts sagen, den habe ich nicht gesehen. Sehr gut, also wir bleiben bei der Folge jetzt, wir haben Episode 7 und es ist eben die Beförderung, weil es ist eben so, wie ihr schon aus vorigen Folgen kennt, der Pilch, der Chef vom Cotton, wird eben zum Polizeipräsident erhoben. Und er hat zwar immer noch am Anfang eine extreme Faszination mit Fliegen, aber da fängt eine Katharsis quasi an. Ja, also ich habe mir einfach irgendwie gedacht, was ich also schön finde am Cotton irgendwie und was mich immer noch begeistert, ist so, so sehe ich zumindest, interpretiere ich rein die Darstellung von diesen ganzen Systemen irgendwie. Okay. Diese hierarchischen Polizeisysteme und so. Ach so, okay. Und ich habe den Schritt sogar gesehen, dass er sozusagen die ganze sein Büro einfach anzündet, er hinterlässt einfach alles in Schutt und Asche. Ja, naja. Und sein Nachfolger muss den ganzen Schaß aufrahmen. Ja, So habe ich das irgendwie verstanden. Okay, so ja. Ich das gesehen. Nee, für mich war es wesentlich simpler natürlich. Ja. Ich bin da nicht so. Ja. Ich sehe das nicht so, aber. Das ist meine reine Interpretation. Nein, also, das ist perfekt. Deswegen hole ich mir ja auch Gäste, damit ich einen anderen Blickwinkel auf Sachen finde. Ja, das ist ja wichtig. Und nein, für mich war es einfach klar, dass der Fliegenwitz nach, keine Ahnung, 3 oder 4 Folgen jetzt einfach schon zu langweilig ja, wird. Genau. Und jetzt haben sie einfach anzünden. Ja, eben, genau. Aber das, muss ich sagen, ist eine der besten Methoden, um einfach einen Charakter quasi neu zu erfinden. Du lässt ihn einfach die Obsession, die er vorhin hatte, in einem riesigen Rauchwolke auflösen. Weil er wirklich wie ein Wahnsinniger gelacht hat, wie er dann angefangen hat, die Fliegenmodelle anzuzünden. Mhm. Ja. Soweit ich mich erinnern kann, wird er in weiteren Folgen nicht weniger Wahnsinn. Er tauscht seinen Wahnsinn nur aus, glaube ich, irgendwie. Also ja, aber das ist vollkommen in Ordnung, dass der Charakter sich grundsätzlich nicht ändert, ist mir vollkommen recht, weil ich liebe ihn dafür. Vorher, das ist ja das Schöne auch, dass ein wahnsinniger Polizeipräsident der Chef wird, ist. Ja. Gibt es auch wieder schöne Parallelen zur zur Realität, ja. Ja, genau. Und fangen wir mal an. Also in dem Fall, es stirbt ja nur eine Person in dieser Folge, erstaunlicherweise. Nein, sterben zwei Personen in der Folge. Es gibt einen Unfall auch noch. Ah ja, richtig. Stimmt. Ja, und fast einen dritten. Ja, das stimmt, genau. Das ist aber der österreichische Krankheit. Der schönerweise von dem Obdachlosen, der sonst um die Leichen fehlt, verhindert wird. Ja, eben, genau. Das ist auch etwas. Ja, genau. Das ist ja ein Novum, dass eben die erste Leiche nicht mehr vom Obdachlosen gefunden wird. Wobei, ich glaube, das ist nur in der Folge besonders. Ich glaube, sonst, also soweit ich mich erinnern kann, okay, also, ja, sonst, ich will nicht vorgreifen natürlich. Nein, nee, Spoiler-Alert, gibt es hier keinen mehr. Es ist nicht so, dass man sich die Folgen nicht irgendwo anschauen könnte. Ja. Das Zeug gibt es schon seit 30 Jahren, von daher vollkommen in Ordnung.
Ah ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das heutige Stammgetränk ist Whisky. On the rocks. Ja, Whisky on the rocks, weil wir classy sind. Und ja. Und weil es das Einzige ist, was im Haus ist. Und weil es teuer ist. War ja, mein, genau, richtig. War, ich hab mir wählen können zwischen zwei verschiedenen und ich habe natürlich den teureren genommen. Ja, genau. Also, fangen wir mal an. Das erste ist eben der Fall, den wir vielleicht ein bisschen besprechen wollen im Allgemeinen. Okay. Generell, also es geht um Kunst und Gelddiebstahl im Eigentlichen. Das ist ja eigentlich die Essenz von der Motivation her. Ja, du hast oder ist es Liebe? Weil es ist der Typ, der Zuhälter, der möchte eigentlich ja... Er möchte eigentlich ein schönes Leben für seine Frau. Die eigentlich... die auch ein großer sozusagen Motivator ist, so wie ja. Lady Macbeth ist das, ne? Ein bisschen, ja. Es ist eine Wiener Version von Macbeth. Ja, eine sehr Wiener Variante von Macbeth. Also wir haben einen südbayerischen... Da sieht man wieder mal, die Ausländer sind das Problem. Da habe ich mir dazu geschrieben, Hypoalpe Adria. Ja, genau. Warum auch? Eigentlich? Keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, die Bayern, die schon wieder Österreicher verarschen. Ja, genau. Und ausrauben. Ja, genau. Ja, furchtbar, gell? Jedenfalls, es war ein Südbayer, der ein Zuhälter war und ein Räuber, der eben aber sehr gefinkelt vorgegangen ist bei seinem Raubzug, weil er Chloroform dabei hatte und eine Buffen, die sich dann aber nicht als echte herausgestellt hat. Die Zigarettenanzünder. Ja, das war großartig. Also ja, in dem Moment, wo er das Tickbackel rausgeholt habe ich mir gedacht, smooth. Ich habe immer gedacht, dass seine Bewegungen immer sehr, sehr tänzerisch waren. Ja, Ich glaube, der Typ kommt von der Bühne. Schauspieler selber kommt von der Bühne, so wie er sich bewegt hat und sein Gehabe und alles herum war sehr theatralisch. Ja. Also diesmal muss man sagen, die Schauspieler waren alle durch die Bank gut besetzt. Es hat sich keiner so angefühlt, weil es hat schon Folgen jetzt gegeben, wo Leute gespielt haben, als wären sie, keine Ahnung, Holzpuppen mit spastischen Anfällen. Aber du hast ja beim Kottern das Schöne irgendwo bei Kottern ist, finde ich, dass ja alles erlaubt ist irgendwie. Es funktioniert ja alles irgendwie. In dem... Das war ein Kontext, du weißt, kannst nie erwarten, was passiert. Bis jetzt hatte ich keine einzige schlechte Folge. Ich sage nur, dass manche Leute extrem schlecht gespielt haben. Okay, ja. Das war das Einzige. Dann eben, also wie gesagt, also die Motivation war Liebe im Endeffekt, aber auch Geld. Ja. Weil das Geld hat irgendwie dann zur Liebe weiterverholfen, weil er wollte eben, dass er... Besseres Leben, oder? Weiß genau, mal, richtig. Für sich und seine Frau. Prostituierte. Genau, richtig. Ja, er ist der Zuhälter von ihr. Ja, genau. Von was... Ja, viel Kohle werden sie nicht gehabt haben. Ja, eben, genau. Ja, so hat auch die Wohnung ausgeschaut. Also von daher, und dann der massive Alkoholkonsum. Und dann natürlich trotzdem auch Gier sicher, ne? Dass man kriegt, was wer andere nicht hat. Genau. Und jedenfalls, er beschließt eben gleich am Anfang, den Besitzer mehrerer Finanzinstitute auszurauben, was eben auch gelingt, aber leider dann eben... zu seinem Tod führt. Ja, genau. Ja. Es waren jetzt gar nicht die Finanzinstitute, sondern einfach Klienten von ihr. Ne? Sozusagen, sie hat Klienten gehabt und die waren immer reich. Ja, ja. Und ja, die ja. hat er dann sozusagen ausspioniert und geschaut. Genau, aber den Typen, den er dann effektiv ausgeraubt hat, der hat ja, keine Ahnung, vier, ich habe mir aufgeschrieben. Ach so, das waren ja alles seine, genau. Ja, genau. Er hat in einem Haus... Der war im Endeffekt nichts anderes als ein Gauner, ne? Ja, eben, nein, der war ein super Gauner. Ja. Der war, also moralisch gesehen, ehrlich gesagt, für mich wesentlich verwerflicher als direkter Diebstahl. Mhm. Direkter Diebstahl, das ist persönlich, weißt du, du hast jemanden da, du hast jemanden mit deiner Waffe, du weißt, was passiert, ja? Wenn du in eine Bank gehst und jemand zieht dir hinterrücks aus der Tasche, und du hast auf einmal nichts mehr, das ist wesentlich eine, weißt du, das ist ein persönlich, du hast kein persönliches Ziel mehr für deine Rache oder deine Wut. Ja? Ich sage ja, dass beides furchtbar schlecht ist. Ja. Ja? Ich sage nur, dass das eine persönlicher ist als das andere. Persönlich, ja. Nee, schon. Aber das Problem ist ja eher das, wie rechtfertigen solche Leute das irgendwie, ne? Natürlich, ja, ja. Und der eine, das Problem ist, der eine war es genau, dass er ein Schastrat und lebt wahrscheinlich mit der Schuld und der andere, der in der Gesellschaft sozusagen eigentlich akzeptiert ist, redet sich ein, dass er wahrscheinlich eigentlich was Gutes, ja, aber die Leute ja eh, ne? So, aber du meinst, dass die aktive Entscheidung, jemanden auszurauben, schlimmer ist als die unabsichtlich, also nicht unabsichtlich, nein, aber... Ich glaube, die Art und Weise, wie man sich rechtfertigt, ist das Schlimme. Also okay. In dem Fall bin ich auch dabei, dass der andere schlimmer ist, weil er glaubt, dass er was Gutes tut in Wirklichkeit.
einfach nur, ist er nichts Leuten, Besseres. Ja, eben, okay. Die Leute, gut. Die sozusagen glauben, sie sind was Besseres, in Wirklichkeit sind sie aber okay, nur also der Dieb ist wenigstens ehrlich in dem, was er tut, weil er weiß, was er tut. Er weiß, er hat keine andere Chance irgendwie, ne? Ja, er eben. Kann nichts anderes, er will nichts anderes sagen. Ne? Ja, also eben. Er ist es deswegen sicher jedenfalls, kein... Jedenfalls, wir sehen, dass der, wir sehen aber auch, dass der Besitzer, der dann eben gleich ermordet wird, der Finanzheini, nehmen wir einen Kredit her. Ja. Wie hat er geheißen? Hintermeier, nein, Meiringer. Meiringer, ja genau. Ja, das der Meiringer. Der Meiringer eben, wir lassen ihn mal, ja eben, der Meiringer eben, es ist... Er wird schon als Arsch dargestellt. Ja, genau. Ja, natürlich, er ist ein absoluter Ungustel. Aber eben, er ist aber auch verdammt schlau, weil er versucht mehrmals bei dem Überfall die Oberhand zu gewinnen. Ja, er glaubt halt immer, er hat alles auscheckt sozusagen. Ne? Und alles wenn ich meinen Safe mit Ihnen mit Dynamit auslegen würde, würde ich mich auch in der Oberhand befinden. Okay. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Er hat ihm ja die Kombination vom Safe gesagt. Ah ja, stimmt. Und dann hat er gesagt, nein, du machst das. Und dann ist er nochmal rüber zur Uhr gegangen und stimmt, hat die, genau. das Ziffernblatt verschoben. So, damit ja, blöd war er nicht. Ja, eben, ja. Genau. Also er ist gefinkelt. Ja? Ja. Ein gefinkelter Bösewicht. Also nicht Bösewicht, aber ja. Keiner von der guten Sorte, sagen wir so. Jedenfalls hat das eben dazu geführt, dass er ausgeraubt worden ist, mit Chloroform eingetüncht und dann eben überwältigt worden ist, dann noch, wie er aufgewacht ist vom, wie heißt der Bösewicht eigentlich, der Zuhälter? Formanik. Schaut, perfekt, schau, ich bin furchtbar mit Namen, perfekt, ja, toller Sidekick. Genau, die schöne Szene ist also sozusagen, dass während er ausgenockt ist, sich der Formanek mit der Waffe, also erst rauskommt, dass die Waffe nicht echt ist. Ja, genau. Und er wacht auf, sieht ihn, wie er den Safe ausräumt. Schnappt sich die Waffe und bedroht und sagt, so du Arschloch, jetzt bin ich in der Reihe. Ja, genau. Und der Formanek dreht sich um, cool. Und lässt sich die Zigarette erzünden von ihm, während cool. Er glaubt, er das schießt. Also was österreichisches Fernsehen anbelangt, absolut einer der coolsten Momente. Ein cooler Moment auf jeden Fall. Und jedenfalls, das führt dazu, dass er eben flieht mit der ganzen Ware. Es führt noch zu einem sehr argen Moment auch, nämlich zum Nasenbiss. Achso, ja, stimmt, genau. Ja, es war irgendwie auch ein sehr bewegendes Szene, ja, genau. Weil er nicht unbedingt einen Nasenbiss erwartet bei seiner Schlägerei. Ja, genau. Also ich habe mir gedacht, boah, scheiße, Nasenbiss. Also, ich bin im 16. in der Schule, also ich bin im 16. groß geworden und war im 16. in der Schule. Und am Schulhof, also Schulhof, ja, aber im Klassenzimmer oder sonst irgendwas bei Raufereien ist schon mal öfters jemanden gebissen worden. Nein, natürlich. Also für mich war das vielleicht nicht so schockierend wie für dich, nicht. Das habe ich nicht gemeint. Also, dass das natürlich gang und gäbe ist in einer Grund... Aber wenn du jetzt gewohnt bist, stell dir vor... Beim Tatort würde es nicht passieren, dass jemand... Die perfekt choreografierten Kämpfe. Kampfszenen und ja. Jeder haut eben genau dorthin, wo er auf die Schläfe trifft und damit er in einem Schlag K.O. ist. Ja, und das war mega chaotisch und denkst du, genau das, was ich machen würde wahrscheinlich in dem Moment, jemanden einfach aus... Ja, mit den Händen herumschlagen. Und dann und irgendwo... Versuchen mit Händen und Fäusten zu... Das hat mich irgendwie geschockt, aber auf der anderen Seite auch immer noch... Das war realistisch, ja. Und dann sagt er den Spruch, und so geht's Helden. Ja, genau, super. Das war 1A-Spruch, weil dann hat er seinen Exit gehabt, aus dem Raum raus. Und dann ist er noch im Stiegenhaus von einem Nachbarn kurz aufgehalten worden und fast mit einem Blumentopf erschlagen worden. Also er hat einen Blumentopf abbekommen am Schädel. Das war übrigens 1A-Wurfkunst. Ich hätte wahrscheinlich nicht so gut. Wahrscheinlich haben sie mehrere Blumentöpfe. Ja, sie haben wahrscheinlich 5 Takes gehabt oder so, wo der Stuntman mit dem Blumentopf erschlagen worden ist. Ja, jedenfalls exzellent. Das führt eben dazu, dass der Cotton dann eben und sein Team einberufen werden, weil die lokale Kriminalpolizei anscheinend nicht weiterkommt. Genau, die ist im 17., glaube ich. Genau. Bezirksamt. Ja, genau. Die kommt nicht weiter, weil logischerweise der Typ, der dort ist, ist der Typ von Tohuwabohu. Genau. Den man, aus was kennt man noch? Aus welcher Werbung? Hast du gesagt? Die Lotto-Werbung. Aus der Lotto-Werbung, ja, genau. Ja, das ist aber schon sehr alt. Ja, das war 15, gleichzeitig. 15 Jahre, 15 Jahre plus, oder? Das muss in den 90ern gewesen sein. Ja, 90er auf jeden Fall. Ja, jedenfalls. Ja. Also wer Tohuwabohu nicht kennt, das war eine Sketchshow aus Österreich mit sehr kruden, sehr...
War lustig. Sehr, wirklich sehr random. Lustig. Ne? Ja, sehr random. Das ist egal. Es ist wie Nonstop-Nonsense. Ja, das war aber auch dann später danach, oder? Aber das war so, ja, aber ich meine nur vom Format her und so was ähnlich. Das ist ein super Clown geben, der sich immer die Bierdose am Schädel haut. Richtig, ja, Der ist ein mega cooler Typ. Ich habe mal ein bisschen recherchiert in seinem Leben, der hat zwar Clown-Schule gegründet und so. Also super geiler Typ. Echt ein cooler Typ. Okay. Ja. Der kommt sicher auch noch irgendwann mal im Kottern vor. Es kommen generell sehr berühmte... Es kommen generell immer wieder Schauspieler und Leute vor beim Cameos, von österreichischen Schauspielern, die man jetzt sich nicht so unbedingt erwartet, dass die dort auftauchen. Also von daher. Der wird als Kaufmann. Ne? Ja, genau. Der vom Kaiser mit dem Blues war. Genau, richtig. Der Blade. Der Blade von. Schau, das der ist ÖVP oder von der SP war er? Ich glaube von der ÖVP, oder? Der andere ist von der SP. Ich glaube ja. Okay. Aber 100% garantieren will ich es nicht. Jedenfalls, der Fall wird dann eben weitergeführt. Sie finden dann im Endeffekt raus, wer es ist. Mhm. Per Zufall mehr oder weniger. Sie finden zumindest raus, wer den Überfall gemacht hat. Ne? Genau, richtig. Nicht unbedingt, wer ihn umgebracht hat. Ja, genau. Das ist ja noch nicht klar. Richtig. Sie finden raus, wer ihn ausgeraubt hat. Und der ist aber leider schon zu dem Zeitpunkt dann nach... Wohin? Naja, zuerst glaubt er sich in Sicherheit und dann wird er erpresst. Richtig, dann stimmt, fragen sie, wer ihn erpresst. Richtig, ja. Und dann verfolgt ihn der Schrammel noch großartig. Das war die beste Verfolgungsszene, weil heutzutage, es war ja immer so, dass Österreich, das war ja das Ding, dass ja, wie lange ist das jetzt her, 5 Jahre oder so, wo der Junge im Supermarkt erschossen worden ist. Da hat es einen riesigen Skandal gegeben, weil ein Polizist nicht gescheit mit der Waffe umgehen hat können oder einem Typen in der Nacht in den Rücken geschossen hat. Ja, da gibt es einige. Ach so, ich weiß schon, was. Aber das war nämlich extrem grobes Fahrlässigkeit. Ja, sehr viele Fälle. Ja, aber das war extrem grobe Fahrlässigkeit, ja. Und weil generell ist es ja erlaubt von einem Polizisten, dass er jemanden, der flieht und er hat keine andere Möglichkeit, ihn mehr aufzuhalten, ihn mit entsprechender Gewalt eben am Fliehen hindern. Ja, und das ist ein Beinschuss, ist zum Beispiel erlaubt, generell. Ja, aber das hängt ja dann auch immer von der Straftat ab, oder? Natürlich, ja. Überfallt, ja, wenn es der Kaugummi-Backel fladerst, dann wird der nicht ins Bein geschossen. Ja, nein, aber der Schrammel schießt einfach in die Luft. Ja. Voll. Was auch noch verdammt gefährlich ist, weil diese Kugeln kommen auch noch irgendwo runter. Er ist einfach unfähig. Ja, nein. Er war in den vorigen Folgen war er okay. Er war okay, er war nie wirklich der brillante Mastermind. Dafür war immer der Schremser zuständig oder der Kottern. Aber diesmal war er wirklich, wirklich, wirklich unfähig. Aber er ist eine sehr unglückliche Figur trotzdem, weil er wird ja von allen Seiten verarscht. Ja, es gibt ja in Wirklichkeit keinen, der zum Schrammel steht. Er ist mega unfähig, aber er kriegt von jeder Seite das Fett ab. Ne? Ja, und er kriegt nie positives Feedback. Na. Man sieht auch nicht, ob er irgendwie eine Freundin hat oder sonst irgendwas. Er wird generell als wirklich Er scheint trotzdem sehr zufrieden zu sein, witzigerweise, in seiner Situation. Er lacht trotzdem, er spürt immer nur Schlagzeug mit seiner Masche. Ich glaube, er hat generell einen positiven Ausblick aufs Leben. Ja, er ist ein Optimist, ein unverbesserlicher Optimist, oder so würde man sagen. Ja, der nicht sieht, dass er in Wirklichkeit ein mega... Er ist ja auch immer in seinen Mike Hammer Fantasien drinnen. Ja. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er ein unverbesserlicher Optimist, der die Sicht auf die Realität komplett verloren hat. Irgendwie, ja, und in seinem Traum lebt. Finde ich aber nicht schlecht, dass man seinen Charakter drin hat. Nein, absolut nicht. Weil gegenüber dem bitteren Geschmack, den der Kottern hinterlässt. Wahrscheinlich die einzige Art von Charakter, die diese Behandlung vom Schremser und von Kottern und von allen anderen und überhaupt von überlebt. Aushalten weitermacht. Wahrscheinlich ist das schon der 8. Partner, den sie haben. Die anderen haben sich aufgehängt oder sind am Nervenzusammenbruch in irgendeinem... sind irgendwo interniert. Also ich finde auch am Kottern immer so schön, also diese hierarchischen Form wird einfach so elegant dargestellt. Nein, es wird wie in Österreich eben kommt der das Beamten, das ja, das wie ein Beamten Rolle anderen, ne? Ja, das ist das Beamtensystem Österreichs, das es seit 150 Jahren gibt. Aber das ist nicht nur ein Beamtensystem, ich glaube, ja, das ist in einer Wirtschaft. Aber in der Wirtschaft kannst du eher Schluss machen, vor allem zur damaligen Zeit, wo du noch pragmatisiert warst. Als Beamte meinst du, du kannst nicht mehr raus? Nee, du kannst schon noch raus. Aber du hast einfach diese, du bist mit so vielen Verlockungen
Ja, eben, weil du kriegst, du hast dann eine gewisse Gehaltsstufe nach 10 Jahren schon, die du dann verlieren würdest und nicht im, du wirst sicher nicht im, im Privatbereich dann ordentlich angestellt, außer du hast irgendwelche großartigen Verbindungen. Ja. Also ich finde, ja eben, aber das ist wirklich haarnadelscharf, wird da eben gezeigt, wie es ausschaut in der österreichischen Gesellschaft. Und das ist immer noch ein irrsinnig schöner Spiegel ins Haus. Teil von der österreichischen Gesellschaft. Ja, natürlich. Fall, ja. Aber das Beamtentum ist ein relativ großer Bereich. Okay. Ja, jedenfalls, wir haben eben, dann und dann eben, nachdem er eben nach dieser Verfolgungsszene, die eben scheitert und der Schrammel ihn nicht festhält. Fast, genau, haut ab nach Lanzarote. Ja, genau, richtig. Und da wird eben dem Kottan erklärt, dass Lanzarote eine Insel im Neusiedlersee ist. Genau. Was? Die kein Auslieferungsverfahren haben. Was? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist das so? Hat Spanien, weil war es damals schon Teil von Spanien? Hat es auf jeden Fall keine EU geben, also noch. Also ja, aber alle. Ja. Doch, sie, nee, es hat es kann schon sein, dass Gran Canaria, die kanarischen Inseln damals noch so, vielleicht da waren die wahrscheinlich so ein Steuerparadies oder irgendwas. Das kann sein, ja. Jedenfalls, jedenfalls er ist nach Gran, das müssten wir Wikipedia und dafür haben wir keine nicht Ahnung. Die Zeit. Nicht die Zeit haben die wir dafür. Ja, und ja, wir haben keinen Assistenten. Ach so, ja. Mein Assistent ist krank. Oh. Gute Besserung. Ja, genau, richtig. Jedenfalls der. Heißt der Schrammel? Ja, genau, absolut. Das ist ein großartiger Assistent. Wie alt muss der jetzt sein? 70? Keine Ahnung. Oh, ich hätte den lebt der Tische noch? Ich glaube, der ist schon gestorben, oder? Schade. Weiß es nicht. Naja, es macht Sinn, aber. Lukas Residales lebt da wieder. Ja, weil er den scheiß Film eben dreht. Den ich nicht gesehen habe. Ich so mag mich dazu noch nicht äußern. Er ist so blatt geworden. Ja, aber es kommt das Alter einfach, glaube ich. Ich glaube, in deinem. Wenn man Geld und Alter hat. Noch blatt werden, oder? Ich glaube. Wenn man darf irgendwann auch blatt werden, oder? Ich glaube, solange man sich wohlfühlt, darf man blatt werden. Nein, will ich eh nicht sagen. Will ich eh nicht sagen. Ich bin ja auch nicht auf der dünnen Seite. Man muss fairerweise sagen, dass du damals ein fescher Kerl ist. Und absolut. Ich habe mich aufgeschrieben, zum Beispiel Latzhose. Oh nein, gedacht, er trägt eine Latzhose wie ein Boss. Ich wollte gerade sagen, keiner kann eine Latzhose so tragen wie er. Absolut. Also. Nein, wirklich. Also bei ihm ist es ein Modesymbol. Bei mir schaut es aus, als wäre ich, keine Ahnung, 50 IQ-Punkte dümmer, als ich wirklich bin. Keine Ahnung. Aber er ist wirklich, vor allem mit den blondierten Haaren noch dazu. Ja, blondierte Haare? Ich meine, der hat so blonde Haare gehabt. Wirklich? Ja, ich weiß nicht, jedenfalls auch. Sehr schicke blonde Haare. Vielleicht deshalb, weil er im Lanzarote auf Urlaub war, dass ihm die Haare ausgeweitet haben bei der Folge. Jedenfalls, unsere Theorie ist, dass eben die vom ORF einfach gesagt haben, wir möchten jetzt mal 3 Wochen Urlaub in Lanzarote machen. Naja, okay, schreiben wir halt einmal ein Kottan-Ermittelskript, dass in Lanzarote spielt. Weil sie drehen anscheinend wirklich in Lanzarote. Ja, das ist ziemlich viel auch sogar. Also, ja, das ist was, ein Drittel vom Film? Wahrscheinlich, ja. Wo es eigentlich nur noch darum geht, ihn wieder nach Hause zu bringen. Ah, so und gut, das, so gut. Geht dann auf mit einem Clou. Ja, nein, also wirklich, das war, das, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war wirklich, wirklich gut gemacht, fand ich. Also für die damalige Zeit. Jetzt ist es... Aber, wie meinst du? Naja, wie sie es aufgebaut haben, wie sie die Szenen gebaut haben, wie sie ihn die Verfolgungsszenen hatten auf Lanzarote mit dem wir verstecken uns hinter den Steinen und so. Das hat schon was von Tom und Jerry gehört. Ja, voll, also Slapstick-mäßig, ne? Ja, aber es war mir nicht genug, weißt du? Wie meinst du? Es hätte so Benny Hill-Geschwindigkeit haben sollen. Na, ich finde gerade das Schöne am Kottan ist ja die Entschleunigung. Oder? Ja. Es passiert ja alles mega langsam. So wie es in Österreich weil die Folge 1,5 Stunden dauert. Ja. Und das, die haben in Wirklichkeit einfach, die haben so viel Platz gehabt für Blödsinn in Wirklichkeit, aber total seine Berechtigung findet. Schau, wenn man mir die Möglichkeit geben würde, einen Kottan Ermittel zu drehen oder keine Ahnung, irgendwas vom Äquivalent vom ORF jetzt und sie sagen, hier hast du, keine Ahnung, XY viel Geld. Und du sollst jetzt 1,5 Stunden damit füllen. Natürlich würde ich das so machen. Oder versuchen zu machen, wie bei Kottan Ermittelt. Absolut. Aber ich sag nur, ich glaube, ganz so einfach ist es auch wieder nicht. Weil ich sehe jetzt, ich meine, sie haben sich ja trotzdem. Es wird heutzutage keiner mehr anschauen.
Weiß ich nicht. Also Cotton ermittelt schon, wegen einem Retro-Faktor und noch ein paar anderen Sachen, weil es einfach schon, exzellent gemacht ist. Es gibt heutzutage auch wieder Serien, die auf diese, sag ich jetzt mal, auf diese... Österreichische Serien? Österreichische nicht, aber eben, grundsätzlich, das ist das Problem. Grundsätzlich Serien, die auf diese... Also ich kenne jetzt keine Österreich, vielleicht gibt es eine, ich weiß es nicht. Aber höchstwahrscheinlich. Die auf die diesen Antwort Wahnsinn sozusagen, auf diese keine Ahnung, kennst du zum Beispiel Mighty Boosh aus England? Ja. Zum Beispiel sowas. Absolut, in der Richtung, ja. Oder? Die sind auch so komplett random... Plötzlich spielt irgendein komisches Alien-Musik. Und die ganze Mumblecore-Bewegung liegt ja auch da dahinter. Ja, dass man einfach. Mumblecore ist generell ein aus den 90er Jahren, glaube ich, entsprungene, oder noch früher, 80er, 90er Jahre Filmszenenbewegung, die zum. Also, wo es eigentlich um wenig geht. Es geht meistens um irgendwelche relativ normale Menschen, denen eigentlich relativ alltägliche Sachen passieren und die halt viel reden. Und eben Mumblecore deswegen, weil sie reden nicht gescheit. Okay, also sozusagen das ist einer der Merkmale. Es ist nicht immer ein Merkmal davon, aber es ist meistens ein Merkmal davon. Mhm. Und eben die Duplass-Brüder aus den USA zum Beispiel sind jetzt eben Mainstream geworden, aber sie kommen eigentlich aus dem Mumblecore. Okay. Und das ist auch eine absolute Entschleunigungsszene. Ja. Girls zum Beispiel wäre auch Mumblecore, falls du Girls kennst. Also eine HBO-Serie. Ich habe gehört davon. Über Frauen. Also junge Frauen. Mir gefällt's. Ich mag sie. Ja. Frauen? Aber das ist, darum geht's nicht. Es geht um Cotton ermittelt. Es ist The Recottoning. Wir sollten wieder uns zurückzuführen. Das war, ich glaube, eine der ausschweifendsten Szenen in The Recottoning bis jetzt. Also jedenfalls, er ist in Lanzarote. Er schafft es, ihn zu bewegen, zurückzukommen nach Österreich, indem er... Mit einem Trick. Mit zwei Tricks. Ja, zwei Schrammel Tricks. Und den Schrammel und Schremser setzt er dafür ein. Genau. Den Schrammel setzt er dafür ein, dass er der Arsch ist. Mhm. Und eine Frau belästigt, er bezahlt eine Frau zu sieben, glaube die sozusagen behauptet, der Schrammel belästigt. Richtig. Und zwei Polizisten zahlt er auch noch anscheinend, die passenderweise zum gleichen Moment dort sind, um den Schrammel eben wegzuführen, während er eindeutig nicht... Er könnte schwul sein eigentlich. Wer? Der Schrammel. Keine Ahnung, vielleicht? Oder asexuell. Es ist sehr angenehm, weil er... Er ist persönlich... Also Cotton, grundsätzlich kommt ja schon immer Sex vor. Und du hast ja gesagt, genau, in den ersten drei Folgen immer nackte Frauen. Es waren bis jetzt fast immer nackte Frauen. Und auch dieses Mal... Sowohl nackte Frauen als auch angedrohte Gewalt gegen Frauen. Ja. Kommt auch vor. Ja, genau. Also auch interessant, wie das damals sozusagen noch dargestellt worden ist. Ja, man kann einfach eine Frau schlagen anscheinend. Und vor allem, wenn man Polizist ist. Vor allem, wenn man Polizist ist, kann man einfach Gewalt einsetzen. Weil eben der Schremser erzwingt eben von der Frau vom wie heißt er nochmal, Rubicek? Formanek. Vom Formanek, eben von seiner Frau, erzwingt er eben, dass er mit durch ihm durch Gewalt ein Telefonat, das eben dazu führt, dass der Formanek glaubt, dass alles rein ist. Der Kott dann ihm hilft, anstatt ihn reinzubringen. Genau, und das ist vor allem, dass er wieder nach Österreich kommen kann. Genau. Was er dann auch prompto, keine Ahnung, was das lateinische Wort dafür ist, aber zügig. Ruckzuck. Ja, das ist das lateinische Wort. Ruckzuck. Zurückkommt nach Wien, wo er natürlich sofort, nachdem er von der Passkontrolle raus ist, von denen aufgegriffen wird, von der Polizei und abgeführt. Und schönerweise gleichzeitig auch sozusagen rauskommt, dass der Schrems einen Code dann ausgespielt hat. Nämlich mit der Bestellung zum... Und deswegen heißt die Folge ja auch eigentlich die Beförderung, weil das ist eigentlich das ganze... Das ganze Ziel vom Cotton war ja eigentlich, der nächste Dezernatschef zu werden, weil er anscheinend doch irgendwie eine Motivation hat. Ja, und er hat sich auch gleich von Anfang an wieder Arsch benommen. Ne? Von der Boss-Position. Er hat gesagt, ich weiß dass ich Chef werde und ich spitze jetzt gescheit. Glaubst du, ist sein Arschlochverhalten der Grund dafür, dass der Schrammel, dass der Schrenzer überhaupt sich dafür beworben hat? Nein, ich glaube, der Schrems hat das schon lange geplant. Er ist auch der Klügste. Und hat den Cotton einfach so, jetzt lass mir nochmal ein wenig abbringen. Und der Cotton, egoistisch, wie er ist, man sieht ihn ja auch ganz am Anfang in seiner Familiensituation, ne?
Ja. Und das ist ja die mega... Er ist so ein Arsch zu seiner Frau. Er ist ein Arsch zu seiner Frau. Er interessiert sich in Wirklichkeit nicht wirklich für seine Kinder oder so. Und es ist eine mega schräge Situation eigentlich, in der er ist. Und er ist kein Charakter, irgendwo, wo du denkst, ein lässiger Typ oder so. Nein, oder er ist ein absoluter Ungust. Er ist ein absoluter Anti-Held. Kann er irgendwie... Er macht den Job, den er bekommt, aber mehr ist auch schon nicht mehr drin. Er ist lässig, ne? Lässig ist er. Ja, aber lässig in der Arschloch-Variante. Ja, aber ein lässiges Arschloch. Ja, eben, genau. Das macht ihn, glaube ich, auch so sympathisch für die meisten Zumindest Leute. In der Folge. Jetzt. Ja. Jedenfalls, er wird eben hintergangen, mehr oder weniger, von seinem Kollegen, der eben dann Dezernatschef wird. Und dann wird eben noch, weil der Dezernatschef, der Neue, eben der Schremser eben weiß oder zumindest annimmt, dass eben nicht der Formanek, ja, danke, Formanek, ja. Das ist der Formanek. Ich werde den noch sicher 5-mal falsch aussprechen. Kein Problem. Dass der Formanek eben nicht für den Mord verantwortlich oder den, ist, sondern für den Raub. Genau. Sondern soll man das sagen? Ja, natürlich. Ja. Ja. Okay. Weil eben. Auch nicht der Ruby, der Kollege ist. Sekretär oder von, was sagt er selber? Chauffeur, Babysitter, Sekretär Laufbursche. Und Laufbursche, genau. Also er ist eigentlich Mädchen der für auch alles. Versucht irgendwie sein, im Endeffekt irgendwie versucht er ja den Formanek zu erpressen und versucht auch seine Möglichkeiten zu ziehen aus dem Verhalten. Hey, ich kann ihn vollkommen nachvollziehen. Wenn du von Jahren so misshandelt wirst von jemandem, dann möchtest du, und der stirbt, zufälligerweise, dann möchtest du auch noch irgendwie einen Gewinn rausziehen. Sicher, aber der Ruby ist ja auch in dem Sinne eine tragische Figur, weil er ist ja nicht unverschuldet auch in der Position, in der er ist, oder? Er ist ja genauso einer, der Spülschulden hat die ganze Zeit. Der sein Leben einfach nicht auf die Reihe kriegt und sich deshalb in Situationen begeben muss, wo er abhängig ist von solchen Gaunern. Mhm. Und ja, ich sage nicht, dass er kein guter Charakter ist. Also er ist gut. Nein, keine Ahnung. Aber er ist sympathisch. Ein tragischer Charakter. Man kann nachvollziehen, wo er herkommt. Du findest ihn sympathisch? Ich finde ihn generell schon sympathisch. Aber das liegt einfach daran, dass ich die Tragik seines Daseins verstehe. Ja. Weil Sucht ein Problem ist und nicht nur. Sicher, du weißt aber in dem Fall jetzt nicht raus, ob er süchtig. Du weißt jetzt nicht draus. Ja, gut, er war schon raus, dass er spielsüchtig ist. Er ist ziemlich sicher spielsüchtig. Das stimmt, Sucht ist auf jeden Fall was man schwer selber regulieren kann. Weil er widerspricht ja dem Kotter nicht, wo er dann wieder wie er sagt. Der Ruby sagt eben, er spielt eh nicht viel. Und dann sagt der Kotter, ja, das sagen eh alle. Mhm. Und dann sagt er nichts mehr zurück. Ja, aber er ist halt auch weil ihm klar ist, dass es wirklich dass es die Wahrheit also ist. Also wenn man jetzt wieder sagen muss, so die Parallelen zu Österreich nimmt, irgendwie so, er ist ein bisschen so ein Kuscher, oder? Er lässt sich auch alles gefallen. Er hat seinen eigenen Scheiß. Und Er buckelt dafür und ja. Voll. Und von dem her ist er halt für mich irgendwie jetzt auch ein bisschen ein tragischer Charakter. Und das finde ich jedenfalls macht ihn sehr sympathisch. Ja? Ja. Schon. Für mich nicht notgedrungenerweise. Okay. Also ich weiß nicht. Nein, das ist, aber ich bin da. Ich kann mit, weil ich solche Leute in der Arbeit selber, in den Arbeitsplätzen, wo ich schon war, dass ich solche Charaktere ja schon kennengelernt habe, kann ich damit sympathisieren, weil das absolut gute Menschen zum größten Teil sind. Ja. Die aber 2-3 Sachen in ihrem Leben haben, die sie einfach irrsinnig traurig macht im Endeffekt. Aber ich finde das schon, ich weiß nicht, ein wichtiges, finde ich halt irgendwie eine wichtige Eigenschaft grundsätzlich ist halt irgendwie, oder keine Ahnung, ob man das so sagen kann, aber ich finde das spannend, wenn Leute aufstehen für ihre Überzeugungen und Meinungen und sozusagen sich nicht alles gefallen lassen. Und von dem her finde ich halt, ist er eine tragische Figur, weil er genau das macht, oder? Er frisst und schluckt all das, so ein bisschen wie der Schrammel, nur der Schrammel ist halt der Optimist, weil der Ruby ist keine glückliche Figur. Nein, absolut nicht. Der ist gestresst, der ist outsart, er schaut ungesund aus. Schaut nicht gut aus. Der ist tragisch in irgendeiner Form. Und von dem her, ambivalent. Jedenfalls, man überzeugt den Ruby eben noch dazu, den richtigen Bösewicht rauszulocken. Nämlich einen Nachbarn. Ja, weil der Nachbar, der Kunsthändler ist und genau weiß, wie viel die Gemälde wert sind vom Meiringer. Und dem Meiringer, der das Haus gehört. Also ja, genau. Ich schätze mal, da hat sicher auch schon
Also das ist exzellent geschrieben, die Motivation vom eigentlichen Mörder. Absolut tipptopp. Der aber großartigerweise einen Webstuhl mitten in seinem Zimmer stehen hat. Ja, er ist ein Kunsthändler. Ne? Und er ist überhaupt warte. Du assoziierst Webstuhl automatisch mit Kunsthändler? Nein, aber er ist auf jeden Fall, jemand, der großer Handwerker ist. Weil er war fähig dazu, die gesamten Gemälde, die in dem Zimmer von Meiringer waren, nachzumalen, ne? Und zu fälschen. Ja. Weil da kommt ja der Ruby drauf. Ja, genau, richtig. Dass die ganzen Gemälde, die jetzt in Meiringer seinem Zimmer hält, nicht mehr echt sind. Genau, ja, nein, absolut. Von dem her macht das für mich irgendwie Sinn, dass er einen Webstuhl hat, weil er ist einfach ein Handwerker, ne? Ja, nein, aber Künstler. Ja, Künstler auch. Weil fürs Fälschen, fürs ordentliche Fälschen brauchst du ein bisschen ein Verständnis auf jeden Fall. Ja, genau. Also, großartig jedenfalls, dass der endgültige Bösewicht dann eben der Nachbar ist. Also, neben dem kleineren Bösewicht, der eben den Raubüberfall gemacht hat. Und den Ruby, der versucht hat, noch den Überfallmeister zu bestechen. Und dann sagt der Kot, dann gute Gelegenheit macht auch nicht nur zum Dieb. Ne? Ja, richtig. Was absolut wahr ist. Ja. Weil du kannst wesentlich schlimmere Dinge machen, wenn du die Möglichkeit hast und du weißt, dass niemand dich erwischt. Ich frage mich, ob er die schon vorbereitet gehabt hat, die Kunstwerke, oder ob er dann danach in die Wohnung reingegangen ist. Ich glaube, dass er den Plan schon lange schon hatte. Länger ja, hat. Ja, nein, wenn du darüber faszinierst und er musste. Aber warum hat er dann umgebracht? Weil er war ja sowieso eigentlich schon tot. Nicht tot, Entschuldigung, sondern bewusstlos, oder? Warum ist er nicht eigentlich. Wenn er sie austauscht, du selber als Besitzer der Gemälde wirst rausfinden, dass das nicht deine Gemälde sind. Und wen wirst du verdächtigen? Ja, okay, wen wirst du verdächtigen? Ja. Den Kunsthändler nebenan, der gleich wohnt? Ja, na gut. Schon Motivation. Na stimmt, auf jeden Fall. Also das wäre für mich jetzt die Logik dahinter. Jedenfalls ist das einer der kohärenteren Fälle, die bis jetzt geschrieben worden sind. Und damit schließen wir auch den Punkt Fall ab, glaube ich. Mhm. Und wir fahren weiter zu ein paar kleineren Punkten, die mir generell einfach gefallen haben. Fangen wir gleich einmal mit was Leichterem an. Die Insel. Die Insel? Ja, die Insel. Lanzarote? Ja, weil ich fand, erstens, wie sie es gefilmt haben, wie sie die Insel dargestellt haben, war einfach wunderschön. Ja, es hat ein bisschen was von einer Universum-Folge gehabt. Ja, es war auf jeden Fall eine schöne Studie über Lanzarote. Auf jeden Fall, mit den Lavasand, den schwarzen. Absolut, du warst ja schon dort. Ich war nicht in Lanzarote, glaube ich. Ich war auf jeden Fall in Teneriffa schon mal. Und nee, also okay, du warst auf Gran Canaria. Also genau. Von daher, also du hast wesentlich mehr Zugang als ich. Ah. Und... Was? Weiterhin. Ach so. Ah, alles klar. Ja, ich habe mehr Zugang zu Lanzarote. Als ich, ja. Es gibt auf jeden Fall dort eine Insel, die heißt Santa Cruz, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und die hat ganz, ganz schwarze Strände. Das war wunderschön. Mhm. Und die zeigen sie eben. Die zeigen sie in dem. Die zeigen sie in Lanzarote auch, aber ich war auf Santa Cruz und da war das auch so. Ja, nein, wunderschön. Ja? Wunderschön. Und dann auch dieses James Bond-Thema, das irgendwann. Das kommt hier noch ein separater Punkt, nämlich Cottons Kapelle und die Musik. Das ist noch ein separater Punkt. Sehr viel dazu. Oh, so gut. Da bist du ja dann der Experte eben. Schauen wir mal. Naja, mehr Experte als ich auf jeden Fall. Und ich muss sagen, die Insel war wunderschön. Sie haben gezeigt, was ging jedenfalls in einer... Apropos wunderschön, da fällt mir ein, ich habe mir aufgeschrieben, die alten Nummerntafel habe ich so geil gefunden. Die waren irgendwie die schwarzen cool. Wiener... Schwarze und weiße Zahlen. Ja, und auf Lanzarote war es dann umgekehrt, da war es weiß mit schwarzen Zahlen. Ja, eben, das ist ja das, was die EU dann eben vereinheitlicht hat, mehr oder weniger, wie man Nummerntafeln auszuschauen haben. Ja, die schauen trotzdem immer noch alles anders aus, oder? Nicht? Nein, die EU hat generelle Standards, wie eine Nummerntafel auszusehen hat. Und dann gibt es gewisse Unterschiede. Zum Beispiel die Deutschen haben ja die haben Siegel zum Beispiel oben statt Wappen. Wir haben Wappen von dem jeweiligen Bundesland zum Beispiel. Mhm. Die Italiener haben wieder eine eigene Geschichte. Dann haben zum Beispiel wir haben ja unseren Nummerncode, haben wir zum Beispiel, also wir haben den wo es angemeldet ist, haben wir zum Beispiel Wien, ist W zum Beispiel, wohingegen das die ist Iren. Sehr praktisch, ja, die Iren und die Briten haben zum Beispiel ein Zahlen-Nummern-System. Stimmt. Was ich glaube, der Postcode ist, in welchem. Kann sein. Wo es angemeldet ist.
Also das, ein gewisses Mischsystem gibt es immer noch, aber ein generelles Verallgemeinern von den Schildern gibt es schon. Ja, aber gut, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall auf deiner Seite. Wenn du ein schwarzes Auto hast, schaut die alte Tafel definitiv besser aus als die neuen. Du warst überhaupt sehr fasziniert von Autos, habe ich, oder von Gegenständen irgendwie. Ich hab das ja, so ich bin ein Fan von so Retro-Sachen, absolut, okay. Absolut. Also ich habe das meiste gar nicht erkannt und dann so, ach, das ist das. Gib mir ein Beispiel. Die Casio-Uhr. Ja, die Casio-Uhr. Nein, also, oder der BMW. Ja, nein, absolut. Also die Casio-Uhren haben sich, glaube ich, seit den 70er Jahren nicht mehr wirklich im Design geändert. Okay. Und das war eben quasi das Proleten-Gegenstück zu einer Rolex, ist eine goldene oder, also goldene unter Anführungszeichen, weil es ist kein Echtgold drauf. Okay. Eine goldene Casio-Digitaluhr, die war vielleicht einmal cool, aber ist jetzt definitiv das Proletigste, was du haben kannst. Okay. Und ich kenne das, weil ich habe ein Uhren, also so ein, weißt du, so ein Uhrengeschäft unter Anführungszeichen, weil er verkauft noch urviel anderes Klumpert. Mhm. Aber die Auslage ist halt voll mit Uhren von vor 20 Jahren. Okay. Und da sind halt lauter Casio-Uhren drinnen, die alle so ausschauen. Alles klar. Und das ist im 16. siehst du halt immer wieder jemanden, vor allem jemanden mit, also das Klischee ist natürlich jemand mit Goldkettel und vielleicht noch ein Goldzahn, aber das sieht man heutzutage praktisch nicht mehr. Wobei, Herst, wenn mir jemand einen Zahn ausschlagen würde, ich würde mir definitiv einen Goldzahn machen lassen. Wirklich? Mir oder Silber, wenn es geht. Das ist extrem. Also ich habe mir schon 8 Mal die Schneidezähne ausgeschlagen. Ja? Wow. Die sind nicht echt. Ne? Oh, die schauen aber echt aus. Ja, na, das ist, ich habe es mir jetzt vor kurzem wieder am Mikrofon ausgeschlagen. Das sind die Gefahren auf der Bühne, oder was? Und ich bin froh, dass es mittlerweile schon so weit ist, dass man ganz normale Kronen hat, die sehr echt ausschauen. Weil ja, okay. Ja. Würde man das bei mir erkennen, dass ich keine echten Zähne mehr habe. Ich würde das mit Ehre tragen. Also kommt drauf an, woraus es passiert ist. Ja? Okay. Wenn ich, keine Ahnung, 70 bin und gestürzt, aus der Badewanne raus, dann sicher nicht. Aber wenn mir, keine Ahnung, im Verteidigen von irgendjemandem anderen, der von Schwäche getränkt ist und ich schlage jemanden anderen irgendeine rein und der haut mir halt eine rein und mir fliegt ein Zahn raus, dann würde ich ihn schon gerne vergolden. Da möchte ich nochmal den Formanek zitieren, so geht's Helden. Ne? Ja, genau. Danke. So geht's Helden. Absolut. Nein, lassen wir die Insel hinter uns, weil das macht mich urdepressiv, weil ich wäre jetzt urgerne in der Sonne und mit Warm und mit Meer. Ja, ich bin gerne am Meer. Das ist ja Meer ist schon cool. Ja. Aber ich meine, wenn du jetzt ans Meer fährst, dann ist es auch ziemlich neblig, glaube ich, dort. Kommt drauf an. Nein, ich würde nicht nach Lanzarote, ich würde nach, keine Ahnung, Malta würde ich mir zum Beispiel jetzt geben. Malta? Ja, weil Lanzarote näher am Äquator ist als Malta, glaube ich sogar. Weil Lanzarote ist neben Afrika. Ja, stimmt. Ja, ja. Ja, das Malta-Klima ist halt dann meistens bedeckt. Ja. Aber das Mittelmeer ist immer noch. Aber grundsätzlich einfach am Meer sitzen ist so schön. Ja, eben. Ja. Also aber das hat dann jetzt eigentlich nichts zu tun. Ja, absolut nicht. Ja. Und jetzt eben noch, lassen wir noch den einen Punkt aus und gehen gleich zu den letzten zwei großen Punkten übrig, die Bösewichte. Okay. Weil es gleich mehrere gibt in dieser Folge, die alle verschiedene Abstufungen vom Böse sind, wie wir eh schon vorhin besprochen haben. Wir haben den Tragischen, wir haben den, der absichtlich Leute überfällt, wir haben jemanden, der unabsichtlich oder ohne sein wirkliches Wissen Geld aus der Tasche zieht und den Mörder. Wir haben 4 verschiedene Level von Gewalt und Hinterhältigkeit. Aber wenn du sagst, ist ein Bösewicht nicht trotzdem irgendwie von vornherein tragisch im Endeffekt, weil er ja im Endeffekt glaubt, also nee, du kannst ein Soziopath sein, zum Beispiel, ich bin mir sicher, dass dein Nachbar definitiv ein Bösewicht ist, weil er hätte die Möglichkeit gehabt, eben ihn nicht umzubringen, sondern einfach die Gemälde zu stehlen, verhökern und abzuhauen. Ja. Mord wäre nicht unbedingt sein Raison d'être gewesen. Ja. Er hat gemordet, weil es möglich war. Ja, sicher. Und weil er Rache ziehen wollte gegenüber etwas, was das, man was nicht wir gezeigt reininterpretieren, weil die Rache, weil man, wir es wissen könnte auch nicht sein, dass einfach das einfachste war für ihn, ne? Weil ich dachte, mir gefällt es in Wehren. Ja, aber das ist trotzdem extrem böse, ja, dass du jemanden umbringst, weil du ihn umbringen aber kannst. Aber nur weil du Soziopath bist, heißt das nicht, dass du gerade. Also, das meine ich damit, dass du trotzdem eine tragische Figur bist. Nein, okay, ja, ist tragisch schon, aber also es gibt einen Unterschied zwischen etwas aus einem Zwang heraus zu tun,
der einem zumindest unausweichlich erscheint und einen Zwang, den man glaubt zu tun. Oh, scheiße, ich verhaspel mich aber gerade vollkommen. Okay. Aber jedenfalls, was ich sagen will, ist, er hätte definitiv andere Methoden gehabt, außer Morden. Und ja, Morden ist immer noch das Schlimmste, was man machen kann. Aber ich glaube, das ist ja eine große, sag ich mal, Komponente war ja immer so, die Menschen gehen doch den einfachsten, also diese Bösewichte, so gehen alle den einfachsten Weg ohne den geringsten Widerstand, oder? Sondern die lehnen sich nicht auf, sie suchen sich Möglichkeiten, wo sie ohne möglichst, also... Ja, aber Mord ist für mich da, wo ich den Schluss ziehe. Ja? Yeah? Warum? Warum erst dort? Warum nicht? Weil du jemand anderes Leben beendest. Naja, wenn du jemand anderes Leben, du kannst ja auch durch andere Sachen, du kannst ja auch jemanden zum Beispiel in Selbstmord treiben durch deine... Das ist immer noch Mord in meinen Augen. Okay, ja. Oder du kannst jemanden sein Leben ruinieren und dadurch, sage ich jetzt einmal... Das ist furchtbar. Dauert das dann drei Generationen? Also, nein, das ist furchtbar, das ist furchtbar schlimm, aber du verhinderst nicht sein Weiterleben. Du kannst immer noch Glück in der Situation finden, in der du dich dann wiederfindest. Ja, aber ich weiß nicht... Ich weiß, dass Leben ruinieren immer noch verdammt hoch am Level oben ist. Aber, oh, ja. Aber direkter Mord ist etwas so etwas Persönliches und Direktes. Ja? Weil du selber in diesem Moment die Entscheidung triffst, okay, ich werde jetzt sein Leben beenden. Mhm. Deswegen sehe ich auch einen Unterschied zwischen Totschlag und Mord. Das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen dem Formanek und dem aktuellen Mörder, weil der Formanek wollte ja im Endeffekt nichts tun. Der wollte ja, er hat ja nicht einmal einen echten Puffen gehabt. Und der hat dann sogar nicht einmal aus dem Affekt, die hat ihn eigentlich im Endeffekt nur bewusstlos geschlagen und der andere ist dann kaltblütig eigentlich daherkommen. Deswegen finde ich ihn ja so viel schlimmer. Ja, ist auf jeden Fall. Und hat aber gleichzeitig so getan, als wäre er der Held oder der Helfer der Polizei. Genau, richtig. Ja, nein, das macht ihn für mich absolut ekelhaft, in meinen Augen. Ja. Ja, jedenfalls... das ist eben die Bösewichte, dass die so schön abgestuft sind, dass du eindeutig sehen kannst, wie viel Böse in einem steckt, wie viel Motivation aus deiner Situation heraus, weil es war absolut von uns aus gesehen in den ersten 10 Minuten absolut logisch, dass der Uwe ihn umbringt. Genau. Ja, und also für mich ist das eigentliche Opfer auch eine spannende Figur irgendwie, weil er sich ja so gerechtfertigt fühlen in seiner Art und Weise, wie er, also er kommt zumindest so rüber, ne? Als würde er so die totale Rechtfertigung haben dafür, jemanden wie den Ruby so zu behandeln, wie er das tut, weil er so abhängig ist von ihm, ne? Weil er sagt, du kannst ja woanders hingehen, ne? Wenn es dir nicht zahlt, such dir einen anderen Job, und er weiß aber ganz genau, dass der Ruby das nicht kann, ne? Weil er sein Leibeigener ist in Wirklichkeit. Ja, absolut. Und er ist einfach das mega Arschloch, ja? Ja, nein, und das ist absolut faszinierend, dass es da eben diese verschiedenen Level an also verschiedene Moral- Indexe gibt, an denen sie sich messen jeweils und ihr Verhalten messen. Ja. Und das ist absolut faszinierend, weil wir ja noch nicht die Vorgeschichten von den einzelnen Leuten kennen, von den Charakteren und so weiter und so fort. Absolut faszinierend. Jedenfalls, die Bösewichte sind absolut faszinierend in dieser Folge. Es muss definitiv meine Nummer 2 bis jetzt sein, ja. was das anbelangt. Es war eine alte Oma in der Folge Drohbriefe, die wesentlich bösartiger war und der ich das nicht abgekauft habe, die ersten, keine Ahnung, eine Stunde 10, eine Stunde 15, dass sie die Bösewichtin ist, absolut großartig gemacht. Und jetzt gehen wir eben zur Musik über. Zum großen Thema für dich jetzt wahrscheinlich, weil die hat, also mir hat die Musik irrsinnig gut gefallen. Ich finde sie großartiger Fan. Weil sie hat thematisch, sehr thematisch immer perfekt zu dem gepasst, was gerade passiert ist. Einfach genial. Bitte, take it away. Okay, was soll ich sagen? Also habe ich Elvis-Songs rausgehört? Ich muss ganz ehrlich, ich glaube, es waren zwei Elvis-Songs. Es waren Haufen Schlager auf jeden Fall, die schnulzen Schlager, ne? Pop-Songs. Ja, voll. Und ich bin ein großer Fan von sowas. Ich stehe auf eingängige Melodien. Das ist mein großer... Jam. Ja, das finde ich super. Ja. Aber ich finde grundsätzlich, dass Musik einfach total lustig verwendet und total clever verwendet wird. In dem, zum Beispiel, du kommst die Anfangsszene, die Szene, wo der Formanek reinkommt und den Meiringer bedroht
Und es geht um den Tresor und dann setzt Money ein. Und du hast aber nur das getan. Und jeder singt aber schon Money. Aber das ist aber nicht einmal vorkommen. Das Wort. Nein, ganz am Schluss. Es kommt dann vor. Ganz kurz, aber du singst davor schon. Money. Ja. Das habe ich zum Beispiel ideal mega clever eingesetzt. Gefunden. Ideal eingesetzt. Und dann hat immer diese großartigen Lückenfüller, wo die Band spielt, die Cottons Kapelle. Ja, das ist das erste Mal übrigens in Folge 7, dass Cottons Kapelle eben vorkommt. Ach schon, die ist vorher noch gar nicht vorkommen. Eben nicht. Schrammel, Schremser und Cotton spielen eben in einer Band, aber mit wie nennt sich es heutzutage, dass es drüber gespielt wird, einfach die Musik. Playback. Ja, mit Playback. Und gleich am Anfang singt er ja Singing in the Rain unter der Dusche. Ja, genau. Unter der Dusche singt Cotton Singing in the Rain. Und dann fand diese Familiensituation, wo er ziemlich arsch ist wieder zu seiner Frau. Die 20 Jahre älter. Also und dann sagt er, was großartig. Sagt er zu ihr? Du wirst schon langsam fett, sagt sie, und ja, wenigstens nicht alt, ne? Ja. Pff, sein Arsch, ne? Das ist großartig. Also, schau, weißt du. Aber sie geben sich ja beide was. Also, nein. Sie ist ja auch eine, die austeilen kann, Gott sei Dank. Nein. Es wird ja auch angedeutet in der vierten Folge oder so, dass sie fremd geht. Also. Ja, also ich glaube, irgendwann, wenn ich mit so einem Typen zusammenwohne würde, der komplett desinteressiert ist an mir. Ziemlich sicher, dass ich genauso mich so verhalten würde. Ja. Nicht nur ziemlich sicher, ich habe mich so verhalten. Okay. Da gehen wir jetzt zu weit, glaube ich. Ja, gehen wir schon wieder vom Kottern weg. Ja. Aber ich sage nur, dass ich ihre Motivation verstehe. Und seine auch. Alles klar. Ja. Jedenfalls großartig, die Musik wirklich akzentuiert. Und ich finde es auch immer so lustig. Der Pilch ist immer durch theatralische... Ja, pathetische Melodien, wenn er dann zum Beispiel letztendlich Polizeipräsident wird. Und was kriegt er, welchen Marsch? Ja, der ist es nicht... fällt mir es nicht ein, spinne ich jetzt. Siegesmarsch? Siegesmarsch. Aber so irgendwas. Jedenfalls. Ich habe überlegt, mir fällt jetzt gerade nicht ein, was ich sage. Episch. Und er macht es aber total crazy dann auch. Er singt das dann, das dauert dann fast 5 Minuten, wie sein Einzug ins Polizeipräsidium. Verständlicherweise. Hey, ich würde es auch so machen. Ja. Wenn ich könnte, würde ich es auch so machen. Absolut. Was soll Polizeipräsident werden? Nein. Nein, das. Weißt du, wenn ich alles überspringen würde. Bürstel, Bilch, es ist nicht so weit weg. Ja? Bürstel, Bilch, was haben wir? Bürstel heißt er, ne? Ja? Der keine Ahnung. Ja, doch. Dann eben die James Bond. Die James Bond Musik. Die James Bond Musik. Goldfinger. Es war eben die Titelmelodie von Goldfinger. Sehr gut gemacht. Sie wird einfach immer wieder total spannend und irgendwie so, es wirkt halt auch total entschleunigend, immer die Musik, die dazwischen kommt. Und oh ja. Mhm. Oh, was war auf der Autobahn? AC/DC Highway to Hell. Highway to Hell. Highway to Hell. Großartig. Der mit seinem Autobahn. Scheiß Karre. Wir haben keine Ahnung. Uralt. Nein, er hat in der vorigen Folge hat er einen neuen VW Golf bekommen, aber der ist auf einmal wieder verschwunden und hat wieder seine alte Scheißkarre von früher. Ist das Trabi oder irgend sowas? Nein, ein Trabi schaut anders aus. Okay. Vor allem der Trabi ist aus Glasfaser. Größleistig gemacht. Okay. Die Dinger, ich habe ein Produktionsvideo mal gesehen, wo sie die Bauteile verbiegen in der Werkshalle, damit es richtig passt. Okay. Naja. Das ist echt ein Job in der Trabi-Halle, war ein Typ, der mehr oder weniger Body-Slams gegen die Hülle gemacht hat, damit es richtig passt. Das muss man auch sein, oder? Allem, ich sag, da bist du Spezialist, wenn du was machst. Vor allem, du musst das auf der Kette machen, weißt du. Wie viel machst du dann? 1000 Body-Slams am Tag gegen ein Auto? Wahrscheinlich. Warte, nein, wir reden von der DDR. 5. Es ist DDR-Produktionszeit. Keine Ahnung. Es sind Trabis. 5 Autos am Tag herstellen, klingt aber ziemlich gemütlich eigentlich. Ja, es ist Trabis. Es sind nicht so viele produziert worden. Musik einfach cool eingesetzt, muss ich sagen. Absolut. Eben, es sind alle musikalisch irgendwie auch, was ich auch so lustig finde, oder? Diese am Polizeiball spielen es dann am Schluss. Also alle der Schremser. Der Polizeiball war großartig. Sie haben einfach 20 Statisten gehabt. Pilch, oder so. Der nicht mehr reden kann. Und, weil er blunzenfett ist. Wie sich es für einen Österreicher gehört. In einer wichtigen Situation. Okay. So haben wir ja überhaupt den Staatsvertrag bekommen. Weil der Fiegel war rauschig oder was? Ja. Okay. Wahnsinnig rauschig. Also ich kenne nur die Maschek-Version. Schon der Füllerbot, da klingt das rauschig, aber... Nein, sie sind... Wirklich? Ja, nein. Haben sie sich mega angesoffen. Sie und haben sich... Also angeblich ist eben unser damaliger Außenminister
mit Molotow, der damals eben noch nicht unterschreibt. Molotow ist auch ein geiler Name für einen Außenminister. Das war eben der russische. Ah, okay. Okay, eben, wahrscheinlich hat er einen Cocktail in der Hand gehabt. Ja, dann, ja, hoffentlich. Das schlechteste Wortwitz. Großartig. Aber, nimm dir noch. Ja, danke. Whisky. Ja. Und eben die Legende ist, ich weiß jetzt nicht, ob es echt ist, ist, dass unser Außenminister sich eben mit dem Molotow zusammengesetzt hat und ihn unter den Tisch gesoffen hat. Und das hat eben dazu geführt, dass Österreich frei war. Cool. Ob das der Kurz auch schafft? Ha? Ob das der Kurz heutzutage auch schafft? Der hält sicher nichts auch aus. Glaubst du? Ja, so ein Weichei. Glaubst du? Ich bei der ÖVP-Landesregierung muss nicht so viel saufen, glaube ich, wie... Also, nein, in der TV schauen, glaube ich, ne? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich bin leider nicht so im Politikgewebe drinnen, dass ich weiß, wie viel man saufen muss. Ja, ich auch nicht. Ich habe ein T-Shirt, das ich dir nachher noch zeigen muss. Okay. Das wird dir sicher gefallen. Jedenfalls... Ist das eine sexuelle Anspielung? Ha? Ist das eine sexuelle Anspielung? Absolut. Absolut. Immer doch. Ich zeig dir mein Shirt nachher. Das ist auch, was ich bei den Ladies immer verwende. Hey Ladies, wollt ihr meine T-Shirt-Sammlung sehen? Solange es funktioniert. Ich kann sie alle ausprobieren, wenn ihr möchtet. Und dann noch kurz möchten wir noch die kleinen, aber feinen Witze noch behandeln. Okay. Unter anderem, dass der Pilch gleich einmal natürlich eine Obsession mit den Fliegen hat und dann, also, wie er reinkommt, das Buch liest, nur Fliegen sind schöner. Ja, voll. Also, das sind so Details, auf die ich mega stehe. Ja. Also, das finde ich clever. Diese Detailgewalt ist großartig. Ja. Generell bei Kottern ein Wahnsinn. Oder er legt dieses die Österreich-Fahne mit Kottern ermittelt ins Auto, wenn er in der Parkzone, die von 24 bis 0 Uhr, also das Parkverbot, 0 von 24 und 24 bis 0 Uhr. Und, was steht noch oben? Ende und Anfang. Ja, genau. Es ist alles, es ist das Universalschild, du darfst nichts hier machen. Ja. Aber es ist ja wurscht. Ja, eben, genau. Und er gibt den Strafzettel dann zum nächsten und sagt, vielleicht zahlt es eher, ne? Dann die Schilder eben bei dem Finanzhai, Kredithai, wo es 5 verschiedene Tafeln gibt, eine in Österreichisch, noch eine in Österreichisch, eine auf Englisch, eine auf Pseudotürkisch. Ich kann kein Türkisch, sonst würde ich das entziffern und wahrscheinlich ist es Blödsinn. Und nachher auch der, was sagt, es steht wirklich dort Jugo... Finanzo. Jugo Finanz oder so irgendwas. Ja, ja. Immer auch der Org irgendwie, oder? Ja. Nein, aber... Also, aber damals war das... Glaub mir, in der ersten Folge ziehen sie über die Jugos wesentlich schlimmer her. Ich glaube, sie ziehen jetzt nicht wirklich... Also es kommt mir nicht so vor, als ziehen sie über die Jugos her, sondern eher über den Umgang der Österreicher mit ihnen. Glaub mir, es war in der ersten Folge so schlimm, wirklich? Dass sie sich in der zweiten mehr oder weniger dafür entschuldigt haben. Ah, okay, das weiß ich nicht mehr. So hart war es. Also ich muss sagen... Dann der Sauschädel. Der Sauschädel war auf jeden Fall cool. Der war großartig. Und das überhaupt, das finde ich auch ein großer... Apropos Details, wenn man hat dann einfach die... Dass sie sozusagen... Die Fernsehsendungen, die in der Fernsehsendung vorkommen, ja, halt auch immer wieder. Das hat mich erinnert an Twin Peaks zum Beispiel. Ich bin großer Twin Peaks-Fan und schaue gerade wieder Twin Peaks, wo ja gleichzeitig die Seifen. Ja, ich weiß, jetzt 25 Jahre später. Ja. Wo die Seifenoper gleichzeitig abbrennt, daran hat mich erinnert. Finde ich mega cool. Ja. Oder auch die Chris Lohner dann immer, die reagiert auf das, was der Kottan macht, wo er wieder androht, dass er eine Haut. Großartig. Dann dass der Räuber eben einen Schülerausweis herzeigt. Das war auch witzig. Oder es muss ein Schülerausweis sein, weil er war weiß mit den zwei roten Scheifen. Das hat doch jeder. Ich glaube, das Design hat sich nicht geändert. Nein, ich glaube nicht. Weil mein Originalschülerausweis damals hat noch so ausgeschaut. Ich weiß ja, glaube ich, noch keiner, der die Folge nicht sehen, dass er eigentlich als Polizist auftritt. Ne? Ja, aber das ist ein Detail. Die Polizistenwitze vom Kottan waren auch sehr lustig. Oh, so gut. Ja. Wo er den Zettel zerreißt und sagt, was. Das ist die Vorlage und so soll es ausschauen. Weißt du, was da genau? Dann so viel, das magische Auto am Schluss, wo er ausparkt. Ah ja, das war sein Urscheiß-Auto hat das, was eigentlich jeder Mensch, der in Wien ein Auto besitzt, haben möchte.
weil wenn du zu eng eingeparkt bist, kommst du ja nicht mehr raus aus der scheiß Parklücke. Ja. Und das Ding schiebt sich einfach seitwärts aus der Parklücke raus und das hat so fein ausgeschaut. Aber das Witzige daran finde ich ja, dass du erwartest, der ist ja mega grantig, weil er schremst. Ich habe gedacht, er fährt einfach. Er fährt vorne und hinten ins Auto rein und ist mega schaden. Nein, und super relaxed, fährt einfach. Aber er fährt einfach, du erwartest nicht, du erwartest, dass er mega grantig vorne einen Unfall baut und nach hinten reinfährt. Ne? Absolut. Und dann irgendwie sagt, ich bin Polizei, leckt mich alle im Arsch oder so. Aber er fährt total entspannt, elegant, seitlich raus. Oh. Cool, ne? Der Cotton hat einen Spezialausweis, auf dem Special Agent draufsteht. Und der hat einen falschen Namen auch. Ja, ja. Ich habe ihn leider nicht gemerkt. Wurscht, es war großartig. Sie haben den Ausweis genommen. Was hat er gesagt? 300 Schilling hat es ihm gekostet. Der Spezialausweis. Das Casino. Das Ding war einfach plastikverschweißter Karton. Ja, das war einfach ein laminiertes Papier. Ja. Yeah. Ja, ich habe das irgendwie auch so lustig gefunden. Substrahieren Sie sich jetzt bitte. Das war auch witzig, ja. Dass er abhauen soll, das habe ich auch seit, keine Ahnung. Warum heißt es eigentlich Substrahieren, oder? Substrahieren. Substrat? Substrahieren. Ich habe mal gedacht, Substrahieren. Was ist Substrahieren? Minusrechnung, oder? Substrahieren. Heißt es Substrahieren? Weißt du, ich bin jetzt voll peinlich berührt, weil ich es nicht weiß. Ich weiß es nämlich auch nicht. Ja, schau, wir sind beide unfähig. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist die Frage an euch. Heißt es Substrahieren? Oder Substrahieren? Also ich glaube Substrahieren. Der Erste, der einen Google-Link schickt, kriegt eins von meinen T-Shirts. Und das ist eine Garantie von mir jetzt, die ich vergebe. Man kriegt ein, ich habe M bis XL Shirts. Eins von denen kriegt ihr. Das ist nett. Ehrlich garantiert. Und es ist nicht mein Rotkreuz-T-Shirt. Weil das, dann, ist das, was du mir nachher zeigen wolltest? Ja, genau. Naja, vielleicht. Schauen wir mal. Dann Deus Ex Tankstelle. Was? Deus bei der Verfolgungsjagd, wo die Frau einfach mit dem Benzin auf die beiden drüben drauf sprüht mit der... Aber wieso Deus Ex Machina? Nein, Deus Ex Tankstelle. Und wieso? Naja, weil sie aus dem Nichts kommt. Die Tankstelle? Ja. Naja, die ist mitten in Wien, das ist schon normal, oder? Dass jemand einen ansprüht für einen Sketch. Naja, sie ist ja baff, sie will ja gar... Aber das zweite Mal... Ja, er schreit, halten Sie und sprüht ihn mit, mit Benzin an. Und weil, ehrlich gestanden, was ich geglaubt habe, er schießt ihn an und er geht in Flammen auf. Ja, das habe ich mir jetzt gedacht. Aber das ist irgendwie ganz cool, irgendwie. Er spielt ja, das kommt schon immer vor, oder? Sie spielen so ein bisschen mit den Erwartungen der Zuschauer, so, jetzt passiert das, dann kann ich mir ganz klar vorstellen, jetzt passiert das und das machen sie nie. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, es ist immer random. Absolut. Es ist immer irgendwas. Dann das mit der Lufthansa. Ja, die Lufthansa war auch lustig. Das beim Sauschädel-Essen. Ah, sogar. Mit Gravur. Mit Gravur. Ja, und der Lufthansa oben. Das ist auch schon lange Zeit nicht mehr, außer du bist in der ersten Klasse, dass du auf einem Flugzeug ein Silberbesteck bekommst. Ja. Erste Klasse kriegst du noch Silberbesteck. Ja, aber nur jetzt vorweisen kannst, dass du kein Terrorist bist, oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Bei mir war es nur Internationalflug in die USA. Da habe ich sowieso mal antworten müssen, dass ich kein Nazi bin. Mhm. Und dass ich von 1938 bis 1945 nicht Teil der Nazi, dass ich nicht von der NSDAP ein Mitglied war. Was ich nicht war, weil ich nicht am fucking Leben war damals. Ja, das können die ja nicht wissen. Ja genau, weil ich vorher nicht mein Geburtsdatum eingetragen habe. Ja, schräg. Grenzen. Wirklich eine großartige Folge, weil wir kommen jetzt eben zum Fazit. Also Sebastian. Was ist das Fazit? Das Fazit ist das Fazit. Fandest du die Folge jetzt auch? Vor allem, weil du sie jetzt wieder gesehen hast. Ach so, ja. Du musst sie nicht unbedingt jetzt mit deiner Nummer bewerten, sondern einfach nur generell, wie fandest du sie? Also eine Zusammenfassung meiner Meinung. Ja, genau. Ein Fazit eben. Ich bin ein großer Fan von Cotton, weil er so schräg ist und weil er so... Dafür lieben wir ihn ja. So, deswegen hören sich die Leute hoffentlich das auch an. Ja, ich hoffe, dass man... Keine Ahnung. Share, favorite and subscribe. Also? Nein, ich bin ein großer Fan von Cotton, weil er einfach so... So sehr, wie man nicht leiden kann, mag man ihn und so sehr, wie alles schräg ist und... Es ist alles komisch und alles nicht. Chaos. Es passt alles nicht zusammen. Und aber von dem her näher dran, glaube ich, am Leben als viele andere Sendungen. Absolut, absolut. Würdest du diese Folge empfehlen? Diese einzelne jetzt zum Anschauen. Wenn du jetzt jemanden sagst, der noch nie Cotton gesehen hat, würdest du empfehlen, diese Folge jetzt anzuschauen? Weil ich ehrlich gestanden würde zumindest die Folge davor.
vorempfehlen. Ich muss gestehen natürlich, dass ich jetzt die, dass ich nicht das frischeste Beleg habe, dass ich sozusagen alle im Kontext jetzt habe, ja. Weil das schon echt lang her ist, dass ich die mit meinem Papa geschaut habe damals und die, wir haben die halt im Fernsehen geschaut und auch nicht chronologisch geschaut. So. Okay, ja, das mir war das schon klar irgendwie, wer der erste und wer der zweite, wer der dritte Cotton ja. waren so, aber ich habe es jetzt nie irgendwie in chronologischem Zusammenhang gesehen und ja. auch jetzt nie wirklich mit Titel, sondern ich habe es einfach alle mal gesehen irgendwann einmal. Mhm. Und ich habe die auch schon gesehen gehabt. Ich glaube, man kann sich im Endeffekt ja doch irgendwie alle irgendwie anschauen. Also so sehe ich es jetzt irgendwie. Es sehenswert. Weil es jetzt nicht unbedingt wie beim Tatort, glaube ich, vielleicht mal irgendwie darum geht, oh. wer, who done it oder so irgendwie. Ne? Ja, sondern das ist ja, spielt ja im Endeffekt so ein bisschen eher die zweite Rolle. Sondern es ist die Leinwand, auf der dann das Gemälde gemalt wird. Der Fall ist nur die Leinwand. Alles andere ist das, was das Herrliche dran ist ja das Rundherum irgendwie. Oder wie, genau. wie interagieren die Figuren miteinander? Wie, was für Typen? Wie ein Bob Ross Gemälde. Okay. Du hast das wunderschöne Bild im Generellen, aber du hast diese feinen Details und alles ist einfach irrsinnig toll. Na, aber Bob Ross Gemälde macht total Sinn, oder? Er malt einen Apfelbaum und dann schaut er aus wie ein Apfelbaum, oder? So ja, aber es ist ein sehr obskurer Apfelbaum in dem Fall. Ja? Yeah? Okay. Ja, nein, also von dem her hätte ich es eh keine Ahnung, wie... Dali, vielleicht, keine Ahnung. Ja, ja, mit den schmelzenden Uhren. Ja, absolut. Es ist alles sehr, weird, oder? Im Endeffekt. Aber... Ja. Eben, dadurch, dass es so komisch ist und so, das passiert doch einem so oft, vor allem, sag ich jetzt mal, wenn man irgendwie in Bezug mit dem österreichischen Beamtenapparat kommt, irgendwie. Oh ja, nein, dann ist das immer noch vollkommen. Diese Amtssprache zum Beispiel ist sowas Weirdes, oder? Und sowas Schräges irgendwie. Immer noch vollkommen, und, du weißt, worum es geht. Und von dem her finde ich es einfach so lustig, weil auch wenn jetzt, wie gesagt, das Drehbuch vielleicht nicht das allerbeste ist oder die Storyline nicht die aller cleverste, ja. also, aber diese ganze Verrücktheit, die Schräge, dieses ganze... Moment des Chaos und ja. die Figuren, Interaktionen machen den Cotton irgendwie trotzdem irgendwie noch aktuell, finde ich, weil ja, also sehenswert. Die Verlorenheit im Alltag, wie jeder eben an dem irgendwie auch aufgeht oder zerbricht irgendwie. Genau, also immer noch sehenswert, immer noch ansehenswert, immer noch aktuell im Endeffekt. Finde ich schon. Also du würdest dem hier auch das dein Gütesiegel. Genau, vergeben. Ich würde grundsätzlich einfach sagen, schaut euch den Cotton an. Jetzt nicht unbedingt die Folge, von mir aus die Folge, aber der, wie gesagt, mir fehlt der Bezug zu den anderen Folgen, dass ich jetzt die Folge als Besonderes rauspicken würde, aber grundsätzlich muss ich dazu noch sagen, ich bin ein großer Fan von Lukas Resetarits als Cotton. Also ja, nein, er ist ein guter Cotton, absolut. Ich finde, er ist schon der lustigste Cotton. Irgendwie. Nein, lustig definitiv, schauspielerisch. Ja. Aber schauspielerisch lustig, nicht, aber einfach... Lustig definitiv. Ja, weißt du, ich erwarte eben nicht vom Cotton, wie gesagt, er ist ja kein... Gelernter Schauspieler, er kommt nicht von der Bühne. Ich habe jetzt die Figur Cotton gemeint noch, ach so, okay. Er ist ja kein... Weißt du, er ist ein Arschloch, er ist ein Anti-Held, also, er ist ja... Okay, und irgendwie, der Resetarits irgendwie verkörpert er das irgendwie, der Resetarits irgendwie als Person und Figur schon sehr gut. Finde ich, im Gegensatz zu den anderen zwei, die ja eben schauspielertechnisch wahrscheinlich mehr drauf haben vielleicht, aber... alles klar. aber... jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Sorry, tut mir leid. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Jetzt musst du dich drum kümmern. Ja, nein, ich schütte mir einfach noch ein Glas Whisky an und sage, schaut's Cotton. Ja, gut, das war dein Fazit, mein Fazit. Schaut euch die Folge an. Schaut euch die Folge davor an, wenn ihr erst mit Resetarits einsteigen wollt. Wenn nicht, dann schaut euch natürlich die Cotton-Folgen davor an. Ich bin natürlich wieder erfreut, dass ihr mir zuhört und meinem Gast zuhört bei Cotton ermittelt der Recordening, habe ich gerade noch die Kurve gekratzt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Gibt es irgendwelche Plugs? Irgendwas? Wann spielt ihr das nächste Mal? Wo spielt ihr das nächste Mal? Ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird, aber morgen... Ausgestrahlt wird hier nichts, es kommt alles auf YouTube. Okay, sofort, aber ich hoffe, dass es heute noch online geht. Naja, dann spielen wir morgen im Bach. Und was ist das nächste?
Danach? Ja. Danach ist mal Pause. Danach ist mal Pause, okay. Ja, gibt es eine Website, irgendwas? Ja, voll. Schaut doch vorbei. Facebook, James Joyce Music. James Joyce Music. Uns, wenn euch das taugt. James Joyce Bandcamp. Wie schreibt man James Joyce? Weil die werden das sicher definitiv falsch schreiben. Stimmt, da glaubt ja jeder, ich bin da irischer Autor. Natürlich. Eben, ja. Genau. Der bin ich nicht. Ich trinke zwar Whisky, aber ich bin kein irischer Autor. Eben, genau. Also James wie James. Genau, oder dann, Jameson für die Whisky-Liebhaber. Ja, James. Und Joyce wie die Wahl. C-H-O-I-C-E. Sehr gut. Also James Joyce Music, genau. Auf Facebook. Und mit Band heißt man James Joyce and the Bad Decisions und da spielen wir morgen im Bach. Und danach ist Pause, aber ihr kommt sicher mal wieder irgendwo in Wien oder Graz, spielt sie sicher wieder mal. Ja. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Es war definitiv die längste Folge der Recordening. Entschuldigung. Nein, nicht. Entschuldige dich nicht. Nein, das war eine großartige Folge. Es war definitiv die hintergründigste Folge, auch wenn ich wieder auf einer Skala von 1 bis 10 definitiv eine 7 von der Betrunkenheit her bin, okay. Was großartig ist. Achso, du kannst. 4 bis 6. 4 bis 6, sehr gut. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß mit der Recording wieder. Ich hoffe, ihr hört euch das nächste Mal wieder zu. Die 8. Folge. Es wird ein Überraschungsgast sein. Ihr werdet gar nicht wissen, wer dabei ist. Ich hoffe, du bist dann mal beim großen Kottern, The Recording. Nicht Finale, ich weiß noch nicht, wann ich das mache, mit welcher Folge. Aber es gibt definitiv ein großes Zusammentreffen aller meiner Gäste. Das habe ich mir gedacht, das wäre cool, wenn sich dann den Film anschauen oder so. Eben, genau, das wird ja eben das, was passiert. Idee, ja. Es wird einem quasi ein Zusammentreffen aller geben. Das wäre lustig eigentlich. Ja. Weil das wird dann definitiv das... Wir Klassen. Vielleicht nicht... Ja, genau, richtig. Weil ihr kennt euch zum größten Teil alle nicht. Also wie kein Klassentreffen mit imaginären Klassenkameraden. Ja, eben, genau. Du kannst dir nur durchhören und dich davor trainieren. Gegenüber deinen anderen Kontrahenten. Naja, aber ich finde, das ist ja, es ist zwar vielleicht ein Zwiegespräch manchmal, aber es ist ja doch ein Miteinander im Endeffekt. Aber es wird trotzdem lustig, weil ich möchte sehen, wie die verschiedenen Energien zusammentreffen. Ja, das ist interessant. Vor allem, ob ich die Energie habe, euch auseinanderzuhalten, im Sinne von, dass du ich... Du bist der Moderator. Eben, genau. Und deswegen sage ich jetzt, schönen Abend. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Und auf Wiedersehen. Tschüss.